tipptopp, kann ich hier nur sagen. Viele, viele Preise und Gewinne. Ganz genau. Und jedes Jahr, liebe Zuschauer, verlosen wir auch noch schönes Bargeld für unsere Leser. Oh, und wie machen wir das? Wir sagen, liebe Glücksbotenleser, reist doch einfach so hoch, wie ihr kommt mit dem Glücksboten. Das bedeutet, unsere Leser nehmen den Glücksboten zum Beispiel mit hoch hinauf in die Alpen, machen dort ein Foto. Und derjenige, der den Glücksboten am höchsten Punkt der Erde in diesem Jahr hatte, der gewinnt das Geld. Und ein ganz verrückter Leser von uns, der Herr Kutowski, kann ich nur immer wieder sagen, der hat den Glücksboten mit zum Tauchen genommen, hat ihn eingeschweißt, hat ein Foto gemacht und hat natürlich von uns einen Sonderpreis bekommen für den tiefsten Glücksboten. Dann machen wir auch immer noch Verlosung, wer bringt den Glücksboten am weitesten. Da hatten wir letztes Jahr eine Leserin, die hat den bis nach Südafrika gebracht. Am Kap der guten Hoffnung war auch schon der Glücksbote. Also wirklich für alle was dabei und das, was ich immer wieder sagen kann. Für den Vati, für den Mutti, für Oma, für Opa. Für den Hund, für den Katze, für alle Schwachmaten, Vollpfosten, Klappärsche, Bulettenhirne, Dorfhupen und Kamuffelköppe. Der Glücksbote ist purer Spaß. Die schönsten und abgelaufensten Preisrätsel der dümmsten Zeitschriften für Sie persönlich zusammenkopiert. Da können Sie raten, bis die Murmel juckt. Meine Damen und Herren. Das ist wirklich tipptopptastisch, kann ich nur immer wieder sagen. Und ich finde das ja auch so unglaublich, wo man den Glücksbunken überall mit hinnehmen kann, Herr Brackmann. Das ist richtig. Und der Glücksbote war ja nicht nur bei den lustigen Buschmännern in Südafrika. Nein, er war ja auch schon auf Takatuka, in Timbuktu, Tabaluga, Entenhausen und da, wo der Pfeffer wächst. Wir haben sogar Bilder von einem Leser, dem Herrn Pisflitschki, der mit dem Glücksboten am Nordpol beim Kacken eingefroren ist. Und er wurde jetzt erst gefunden. Ach, Wahnsinn, Herr Bhagwan, was man damit alles machen kann. Ja, wirklich blutjunge Leserinnen in Thailand haben wir auch. Mit denen hat sich der Herr Lutschkowski sogar nackt fotografieren lassen. Das ist auch eine ganz lustige Type. Und ein anderer hat sich damit lebendig begraben lassen, der Scherzkeks. Und da gibt's für seine Witwe natürlich auch einen Sonderpreis, den lachenden Glückstoten. Toll, wirklich. Sie sehen, man kann fast alles damit machen mit dem Glücksboten. Und gewinnen kann man damit auch noch. Naja, das vielleicht nicht, aber na gut. Wir haben aber Leser, die stellen sich mit dem Glücksidioten sogar in die Fußgängerzone und warten auf den Weltuntergang. Und andere wickeln ihren Lieblingsfisch darin ein. Und viele, die durch die ganzen Gewinnspiele arm geworden sind, decken sich unter der Brücke jetzt sogar mit ihren alten Glücksboten zu. Ist das nicht putzig? Das ist so niedlich. Wirklich, wie kreativ ihre ganzen bekloppt, ihre ganzen Leser sind. Unglaublich, Herr Brackwasser. Ja, ja, und der Herr Mohammed Bintowski, ein ganz verrückter Hund, der hat sich in Afghanistan mit dem Glücksboten sogar selbst in die Luft gesprengt. Auch davon haben wir Fotos, der absolute Knaller. Und da gab es natürlich auch einen Extrapreis für die weiteste Reise direkt in die Hölle, wo unser Magazin ja eigentlich auch herkommt. Super! Kalkofes Mattscheibe Volume 4. Die neuen Folgen auf DVD.